Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic mit mir, dem Drehwerk und dem lauten Chor im Hintergrund. Chor? Bin ich eigentlich schon Corellia? Bin ich da? Ja, als wenn ich das noch wüsste. Wo bin ich denn hier? Hutin? Quetsch. Markup. Foss. Mutter. Wo muss ich denn hin? Da, Corellia. Da müssen wir hin. Okay, wir sind noch nicht da. Wir reisen zu dem Ziel Corellia. Müssen wir da überhaupt hin? Ja, wir müssen. Reise zum Transporterschiff. Transponderschiff. Wo ist denn hier das Transponderschiff? Nee, ey. Transponderschiff. Rache des Schreckens. Meute. Okay. Da ist das Transponderschiff. Okay. Und wo ist das hier jetzt? Ja. Jetzt haben wir's. Was komplizierten Kram, ey. Was komplizierten Kram. Ja. Es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe mir erlaubt, Super. Ihr Quartier neu zu streichen. In derselben Farbe. Aber nur neu. Natürlich. Wie auch sonst. In derselben Farbe. Aber nur neu. Man kennt das ja. So. Weiß gar nicht, was müssen wir denn hier überhaupt machen? Mit Leuten reden vermutlich. Gehört ja alles zu Imperium. Okay. Besiege das Sicherheitsteam. Warte, Blink. Wenn es weiter nichts ist. Genau. Okay. Titte war schon. Auf. Mach nicht auf. Bin da einen anderen Weg. Kriegen wir hin. Mein Sith Lord, ich konnte euch nicht eurem Schicksal überlassen, ohne euch wenigstens den Respekt zu erweisen, selbst zu erscheinen. Hä? Welches Schicksal, Quinn? Wovon redet ihr? Das ist sehr schmerzhaft für mich, aber das alles war eine Falle. Es gibt kein Kriegsrecht und keinen speziellen Signalsender. Barras ist mein wahrer Meister. Ich habe euch hergelockt, um euch zu ermorden. Was für ein... Arschloch. Entschuldigung. Alter. Boah, ich weiß schon, warum ich dich nie mitgenommen habe, du... Wenn ihr euch mit diesem Narren verbündet habt, werde ich keine Gnade walten lassen. Ich werde sein Schicksal gern teilen, wenn ich euch dadurch aufhalten kann. Ihr habt unzählige loyale Imperiale vernichtet, während viele Feinde entkamen. Ich bin überzeugt, dass ihr nicht im Sinne des Imperiums handelt. Bei Barras weiß ich wenigstens, dass er wirklich versucht, den Krieg zu gewinnen. Diese Art von Intrige jagt mir Schauer über den Rücken. Ich würde gern einen Verräter töten.
Jessa, ihr habt ja keine Ahnung, wie lange ich gefürchtet habe, dass ihr eure Gabe auf mich anwendet. Baras hat mich extra darauf hingewiesen, dass ich euch in seinem Namen willkommen heißen soll. Schließt euch uns an. Macht ihr Witze? Ich spüre in euch vielleicht nichts außer Sicherheit, aber... Eure Fähigkeiten werden eine große Bereicherung sein, wenn Baras euch auf seine Seite gebracht hat, Jessa. Im Moment kann ich allerdings nicht zulassen, dass ihr meine Pläne stört. Was macht er mit ihr? Baras und ich haben das hier seit einer Weile geplant. Ihr werdet euch diesem Kampf allein stellen müssen, mein Sith Lord. Ich dachte wirklich, ihr wärt schlauer. Ich werde euch zeigen, wie schlau ich bin. Nachdem ich euch die ganze Zeit im Kampf beobachtet habe, kenne ich eure Stärken und Schwächen zur Genüge. Diese Kriegsdroiden wurden speziell für den Kampf gegen euch programmiert. Ich habe eine Chance von beinahe 0% berechnet, dass sie versagen. Ihr habt schon immer zu viel geredet. Tut mir leid, dass es dazu kommen musste, mein Sith Lord. Quatschkopf. So schnell stirbt man nicht. Jo, ich war der Erste. Oh, dieser. Bleibt sich richtig schön auf hier, ne? Du Arschkeks, ey. Keine Chance. Was ist schiefgelaufen? Ich habe alles genau berechnet. Ihr solltet tot sein. Das beweist eure Unfähigkeit. Ich bin besser ohne jemanden dran, der so einen Fehler macht. Vielleicht habt ihr recht. Ich habe euch verraten. Mich mit eurem schlimmsten Feind verschworen. Ich erwarte keine Gnade von euch. Es ist nutzlos, mir Widerstand zu leisten. Ich werde euch am Leben lassen. Und wir werden sehen, ob ihr mein Vertrauen wiedererlangen könnt. Mein Sith Lord, ich... Das kommt unerwartet. Darth Baras würde ein solches Versagen niemals vergeben. Wenn ihr mir gestattet, weiter unter euch dienen zu dürfen, werdet ihr meine Hingabe niemals wieder hinterfragen müssen. Ich werde euch dennoch im Auge behalten. Natürlich, mein Sith Lord. Diese Unterbrechung hat euch lange genug aufgehalten. Ich kann es kaum erwarten, zum Schiff zurückzukehren und das hinter uns zu lassen. Was? Bring ihn um. Hallo? Das Schiff ist da drüben. Macht euch bereit für den Abflug. Ich werde in Kürze folgen. Natürlich, mein Sith Lord. Eine Sache noch, mein Sith Lord. Werdet ihr den anderen sagen, was geschehen ist? Wenn der Zeitpunkt passt, werde ich es Ihnen sagen. Das weiß ich zu schätzen, mein Sith Lord. Ich sehe euch auf dem Schiff. Okay. Was für ein Armleuchter, ey. Nun gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nicht wirklich. Unglaublich. Unglaublich. Da vertraut man einen Menschen und dann wird... Da geht der ein. So, sollen wir nach Corellia reisen. So, Spacko. Ich sammle Berichte von allen imperialen Truppen. Unter den Leuten herrscht allgemeine Erleichterung darüber, dass Moff Broisk nicht mehr eingreifen kann. Was andere denken, ist egal. Er musste sterben.
Ich stimme euch vollkommen zu. Ich sehe keinen Konflikt in meinen Handlungen. Broisk war eine Geißel des Imperiums. Ihr zeigt mir da ein neues Ideal auf, mein Sith Lord. In Zukunft improvisiere ich mehr. Ich glaube, es wird mich zu einem besseren Offizier machen. Das bleibt zu beurteilen. Ich werde euch eines Tages wissen lassen, wie ich darüber denke. Ich erwarte euer Urteil. Tod. Durch. Weiß ich nicht. Massenhaft erwürgen. Nichts anderes hast du verdient. Du Arsch. Ja, so war. Sie hat sie gefunden! Sie hat sie gefunden! Mutter wurde vor Jahren an einen Hutten auf Tatooine verkauft. Sie arbeitet dort in einem kleinen Geschäft. Tiva hat sie gefunden und ist schon auf dem Weg nach Tatooine. Wir müssen sie treffen, so schnell es geht. Beruhige dich, Vett. Atme erstmal ganz tief durch. Ich atme doch. Gut. Ganz ruhig. In Ordnung. Sobald wie möglich. Tatooine. Ich frage mich, was Mutter jetzt wohl von mir denken wird. Tja, das, wirst du ja dann ja sehen. Der will nix. So, die Jessa will bestimmt wieder was. Nö. Jessa ist noch glücklich. Jetzt mal sehen. Ich habe eine gesicherte Nachricht von General Rakton erhalten. Das werdet ihr hören wollen. Mein Sith Lord, ich habe die Meldung von Lieutenant Pierce erhalten. Ich habe das Tarnkommando wieder eingeführt und das Team von seinen bisherigen Pflichten entbunden. Wenn alle Vorkehrungen getroffen wurden, habt ihr die Freigabe, durch das Imperium die Bastion zu stürmen. Ich hatte schon sowas im Gefühl. Kaum zu glauben, dass es endlich losgeht. Werdet jetzt bloß nicht sentimental, Pierce. Ich? Ihr müsst wohl an Quinn denken. Aufgrund der massiven republikanischen Präsenz bei der Bastion haben wir besondere Vorkehrungen getroffen, um das Team von Pierce in Reichweite zu bringen. Ihr werdet eine Fähre mit republikanischen Verstärkungen infiltrieren, die in das Gebiet unterwegs ist. Wir haben die entsprechende Tarnung bereits vorbereitet. Das Überraschungsmoment ist entscheidend. Daher muss ich euch bitten, zurückzubleiben, mein Sith Lord. Eure Anwesenheit würde unsere Pläne verraten. Es wird ja wohl eine republikanische Uniform in meiner Größe geben. Sie werden Jedi dabei haben. Keine Uniform könnte eure Macht verstecken. Ihr habt diesen Angriff ermöglicht, mein Sith Lord. Die Ehre gebührt euch, falls Pierce mit seinem Team erfolgreich ist. Das Imperium vertraut den Sieg dem Tarnkommando an. Ich hoffe, dieses Vertrauen wird nicht enttäuscht. General Rakton, Ende. Das Team hat seine Anweisungen. Ich muss jetzt gehen, wenn ich rechtzeitig am Treffpunkt sein will. Ich lasse mich vom General oder der Bastion nicht aufhalten. Verstanden. Ich breche auf. Ja, sieh mal zu. Das Tor ist offen, die Sicherheit ausgeschaltet und ihr Kommandant tot. Die Bastion gehört dem Imperium. Willkommen bei einem Sieg des Tarnkommandos, mein Sith Lord. Schlechte Chancen, großer Gewinn, keine Überlebenden. Die Tarntrupp-Ausbildung kann sich sehen lassen. Ich sorge dafür, dass ihr alle einen Orden erhaltet. Das ist gut. Die Bastion war kein Routineangriff. Es gab ein paar Probleme. Tarnidos Waffe hat an Energie verloren. Ein paar von Dorans Leuten sind gestorben. Arlos hat beim Hacken ein System ausgelöst. Ich habe selbst auch was abbekommen. Wird eine Zeit dauern, bis das geheilt ist. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich für eine umfassende Nachbesprechung bereit bin. Na, du bist ein Heuler. So sieht's so aus. Bringen wir es doch mal auf den Punkt. So. Dann kommen wir jetzt ja endlich nach Corellia. Ja, wird auch immer teurer. Sprich mit den Holodeck. Terminal. Ich bin auf Corellia gelandet. Der Vorsprung ist nahe. Zorn, ihr seid hier, um Darth Movron vor der Bedrohung durch Barras zu schützen. Unsere Bemühungen, sein geheimes Hauptquartier zu finden, werden fortgesetzt. Ein weiteres Glied der Hand wird auf den Zaun zugreifen.
Inzwischen sind wir drei Attentätern auf der Spur, die auf geheimen Landebahnen eintreffen. Es wird schwierig sein, sie alle abzufangen. Das erledige ich. Koordinaten für alle drei Landebahnen werden übertragen. Sie sind eingetroffen. Das sind nur die ersten Attentäter. Es werden weitere folgen. Wovron stellt sich Barras aktiv entgegen. Wenn er stirbt, wird Barras zur Stimme des Imperators ernannt. Ihr müsst Darth Wovron um jeden Preis beschützen und ihm helfen, den Feind zu unterwandern. Lebt wohl. Mein Sith Lord, wir empfangen eine unangeforderte Übertragung. Ach, Spacko. Ich gehe davon aus, dass ihr mich noch erkennt. Ihr könnt von Glück sagen, dass ich mich so an euch wende. Ihr wisst sicher, dass ich euch töten werde, oder? Ich bin außerhalb deiner Reichweite und deshalb völlig unbesorgt. Ich bin hier, um dir mitzuteilen, dass man dich täuscht. Die Organisation, für die du arbeitest, ist nicht die Hand des Imperators. Wollt ihr mir nicht die Augen öffnen? Du brauchst nur zu wissen, dass du die Marionette einer Sekte bist, die der Imperator verstoßen hat. Sie wollen ihn vernichten. Ich bin seine Stimme. Ich erwarte gar nicht, dass du mir vertraust. Letzten Endes sind du und deine Ansichten auch gar nicht von Belang. Glaub also, was du willst. Aber deine Strippenzieher haben dich ganz schön reingeritten, wenn du deine Schnüffelnase in die Angelegenheiten eines Darth steckst. Ihr habt mich überzeugt. Ich halte mich aus dem Konflikt heraus. Ich werde dich nach deinen Taten beurteilen, nicht nach deinen Worten. Wenn du dich jetzt zurückziehst, kann ich unsere bisherigen Unstimmigkeiten vielleicht übersehen. Der hat ja Nerven. Er will euch vergeben? Tja. Der Mann hat völlig den Verstand verloren. Genug geredet. Wir müssen Barras Attentäter aufhalten. Ja, wer hat jetzt recht? Die einen, die anderen? Keiner von beiden. Man weiß es nicht. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal auf den Planeten. Corellia. Die Erde des 21. Jahrhunderts. Oder so. So. Corellia. Wo sind wir denn hin? Wackel, 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 wackel. Hüpf, hüpf, hüpf. Mit seinen Beinen wackelt. Hui. Der ist ja lustig. Tim, tim. Hier ist ja was los. Naja, geht eigentlich. Könnte mehr sein. Ja, gut. Wir haben eure Ankunft mit Freuden erwartet, mein Sith Lord. Willkommen auf Corellia. Ich bin Lord Feras und ich bin hier, um im Namen meines Meisters eine Bitte zu äußern. Darth Decimus vom Rat der Sith interessiert sich für eure Taten. Er wünscht eure Unterstützung im Kampf um Corellia. Ich hoffe doch schwer, das ergibt noch einen Sinn. Unsere Invasion auf Corellia wurde perfekt ausgeführt, aber die anschließende Besetzung ist auf Schwierigkeiten gestoßen. Darth Decimus glaubt, dass ihr helfen könnt. Wenn ihr interessiert seid, sucht seinen Diener auf, Darth Charnus. Er wird euch auf den Weg schicken, Corellia zu erobern. Wer ist Darth Charnus? Die imperiale Instanz auf der Gründungsinsel. Im Moment kommt ihr nicht näher an Darth Decimus heran. Darth Charnus Schiff, die Tears of Taris, befindet sich gerade auf Corellia. Eine private Fähre außerhalb des Raumhafens wird euch dorthin bringen. Ja, wenn du das hast, dann wird das wohl so sein. Sprich mit Darth Charnus. Haben wir den hier? Nehmen wir mit. Oh. Darth Severin. Oh, guck mal. Money. Ja, ich weiß. Die nehmen wir nicht mit. Immer noch aus denselben Gründen. Weil wir sowieso schon so weit mit sind vom Leveln.
Ding, ding. Wir sind der Wirtschaftskrieg. Der soll da drin sein. Ah, okay. Hier um die Ecke. Wo ist denn der Darth Shanus? Irgendwo hier hinten bei seiner Fähre, scheinbar. Ach ja. Okay. Jetzt darf ich extra auf das Schiff eiern. Naja, gut. Ein Riesenschiff und nur zwei Räume? Naja, gut. Coronet City. Das Juwel von Corellia. Die Heimat des feinsten Handels und der besten Schiffbauer im republikanischen Raum. Schon bald wird das alles dem Imperium gehören. Und der Rest der Galaxis bald darauf ebenso. Aber wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Ich bin Darth Charnus, Agent des Rats der Sith. Mein Meister, Darth Decimus, forderte eure Hilfe an. Er ist der Ansicht, dass nur der mächtigste Sith uns helfen kann, Corellia zu... Ich werde diesem Planeten die wahre Stärke der Macht beweisen. Wie schade, dass ihr nicht schon während unseres ersten Angriffs hier wart. Die Invasion war glorreich, die Besetzung fehlerfrei. Imperiale Streitkräfte füllten die Raketenbahnen von Corellia. Wir begannen, Coronet City einzunehmen. Dann aber brach die Rebellion aus. Corellianische Aufrührer schalteten die Raketenbahnen aus. Jetzt sitzen unsere Soldaten hier fest. Tja, schlagt sich zurück. Schickt eure Truppen gegen die Rebellen in den Kampf. Überlasst ihnen keinen einzigen Zentimeter. Unsere Leute sind kaum in der Lage, den Raumhafen zu halten. Ihr müsst die Aufrührer ausschalten, die diese Angriffe veranlassen. Verantwortlich ist die Corellianische Ingenieursgesellschaft, die ältesten Schiffbauer in der Geschichte der Republik. Die CIG hat unsere einzige Schwäche ausgenutzt. Sie richtete ihre Ionenkanonen auf alle abfahrenden Züge, hielt damit unsere Invasion auf und nagelte uns auf der Schwelle zur größten Schlacht des Imperiums fest. Zerstört alle Kanonen, die auf Raketenbahnen feuern. Problem gelöst. Das haben wir schon versucht, aber ihre Waffen sind gut geschützt und können nur von der CIG selbst ausgeschaltet werden. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihre Mauern zu überwinden. Den Rumpfbrecher. Eine kompakte Bombe, die die gewieften Wissenschaftler von Cerca Corellia entwickelten, um Löcher in Großkampfschiffe zu reißen. Diese Waffe bringt uns in die CIG hinein. Dann schalten wir ihre Ionenkanonen aus, setzen die Raketenbahnen wieder ein und erobern Corellia. Aber leider hat sich Cerca der Rebellion angeschlossen. Sie weigern sich, uns ihren Rumpfbrecher auszuhändigen. Ich habe noch viel zu tun, obwohl es mich schon reizt, die Waffe von Cerca zu stehlen. Überlegt es euch gut. Solange die Raketenbahnen nicht laufen, sitzt auch ihr hier fest. Der Rumpfbrecher wird ständig bewacht. Zerstört die Angriffslager von Cerca und sie werden die Waffe verlassen, um ihr Hauptquartier zu verstärken. Wenn ihr die Lager geräumt habt, wendet euch im Cerca-Gebiet an Commander Yastal. Dann eignen wir uns den Rumpfbrecher. Okay, machen wir. Wenn Schiffe dazu will, machen wir dazu. Nur gut. Okay, dann würde ich sagen, mache ich aber hier schon wieder eine kleine Aufnahmepause. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter nach Corellia. Obwohl, da können wir auch eben nochmal hinfliegen. Und dann werden wir da mal ein bisschen aufräumen. Wegen einer Musik tun.
Die scheint es ja nicht gebacken zu kriegen. Ah, da muss der kleine Sith wieder ran. Sith Lord. Dim. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier, wie gesagt, eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Star Wars The Old Republic mit mir, dem Trefjak. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.